بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wie ist der Ton? Es hallt. Komisch. Bitte? Jetzt ist besser? Okay. Also, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir machen inshallah ta'ala heute weiter mit den Buchstaben und inshallah ta'ala werden wir heute die Buchstaben, also bis zum letzten Buchstaben kommen, inshallah ta'ala. Wie immer zuerst einmal die Wiederholung. Also, wir haben die Buchstaben. So, wer möchte mal vorlesen? Bitte schön. Sehr schön. Bitte schön. Bad. Hier sagen wir nur va, ba und hier bad, sad. Masha'Allah, Allah ibarik, Allah ibarik, Masha'Allah, sehr schön. Okay, nochmal laut, damit sie da mitbekommt. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Val, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Bad, Ta, Va, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun. So, jetzt kommen wir zur Schreibweise Anfang, Mitte, Ende eines Wortes. Und wir machen noch den hier dazu, weil wir gesagt haben letztes Mal, nun wird am Anfang und in der Mitte genauso geschrieben wie Ba, Ta und Tha. Aber nur am Ende nicht. Am Ende kommt Halbkreis hinzu. Ja, also nun, am Anfang ist genauso, nur Punkt oben, in der Mitte genauso, nur ein Punkt oben und am Ende sieht es so aus. Machen wir irgendein Wort erfinden. Bitteschön. Nochmal das? Tanna. Achso, M. Genau, nun. Buthi Tanna heißt nichts. Also jedenfalls ist mir nicht bekannt. So, nächste. Ja? Genau. Ji, Kha, Hi. Ihr seht hier wieder Anfang, Mitte, Ende.
egal was für Buchstabe, dann machen wir mal ein Wort. So, bitteschön. Verbinde mal die beiden bitte mit Shadda. Was ist das? Punkt oben. Also? Dunedvi, ja? Das ist nochmal? Ja, genau. Genau. Also zusammen? Wie, nicht auf wie, wie, wie. Nochmal? Nicht so, so. Genau. Also. Du nevi berzu. Ja, heißt auch nichts. Gut, aber ihr sollt ja das auch üben, einfach Buchstaben würfeln. Erinnere mich bitte bei deinem. Da gab es neben, da wollte ich ja noch darauf ansprechen. So, dann machen wir mal mit diesen vier ein Wort. Wo hier? Fehlt hier etwas. So. Ja? Was ist das hier? Wie? Genau, das ist ein Zungenbrecher. Sush Sadi. Okay, jetzt haben wir diese vier. Das hier machen wir mal weg, hier so. Ja? Das hier nochmal? Wu. Wu, nicht du, wu. Das ist hier das da, nicht das da. Das ist bad, du und das ist wa, wu. Ja? Okay, also ta, wu, ri, ra. Ja, dann machen wir mal hier die drei. Viele. So, und dann? Achso, mit Kaf. Auf Kaf. Okay, egal. Dann machen wir halt Kaf Mim Nun hier. Ja? Kamen. Sehr schön. Kamen. Genau. Sehr schön. Das sind also die Buchstaben, die wir bis jetzt gemacht haben. Ja, sehr schön, mashallah, ibarak. Einfach viel üben, dann läuft das auch. Jetzt kommen wir zu den letzten drei Buchstaben. Welche sind das? Wie ist die Reihenfolge?
ha waw ya. Habt ihr Mim Nun waw ha ya? Okay, ich kenne es Mim Nun ha waw ya. Aber ist ja nicht so wild. Hauptsache man kennt die Buchstaben. So. Also, jetzt kommt ein Buchstabe, der ist, ja, gehört zu den komplexeren Buchstaben, ist aber am Ende auch leicht. Nur eben, er ist halt nicht so leicht wie die anderen. Und das ist der Buchstabe H. Der Buchstabe H, wir machen unsere Linie. Der Buchstabe H ist sehr einfach, nur wenn man den sieht, dann weiß man noch nicht, wie man ihn schreibt. Ja? Also, ich zeige euch mal, wie er aussieht. So, wie schreiben wir diesen Buchstaben? Wir fangen an mit einem Däl. Wisst ihr, wie ein Däl geschrieben wird? Ein Däl. So, das ist ein Däl. Und dann machen wir ein Looping hier im inneren Bereich vom Däl. Okay? Wobei die Linie hier in der Mitte durchgehen muss, wie ich gleich sagen werde. Also, ich mache es mal mit einer anderen Farbe, damit ihr seht, die Bestandteile. Also jetzt einfach mal so ein Looping. Ihr geht also von hier, vom Ende dieses Dells, hoch und in der Mitte weiter. Ja? Also einfach so ein Looping. Ja? Am Dell hängen. So, was darf nicht passieren, dass, ja, genau, dass es zu weit weg ist, das bedeutet, einige machen das dann so, so, ja, das ist zu weit weg, das ist falsch. Nächster Fehler, der Looping streicht nochmal über das Del, ja, das heißt, einige machen das so, so. Ja, dass es nochmal auf dem Del kommt, sondern dieser Looping muss hier in der Mitte durch. Also nochmal ein Del und dann mache ich ein Looping in der Mitte. Ist das klar? Ja? Genau, an dieser Spitze darf er treffen, aber bitte nicht weiter bis nach unten. Ja? Also bitte nicht zu weit, dieser Looping. Und nicht genau drauf, sodass es wie ein Kreis aussieht, sondern es muss in der Mitte sein. Ja? Also nochmal, ein Däl und ein Looping in der Mitte. Nochmal ein Däl und Looping in der Mitte. Und dieser Buchstabe heißt nun H. So, wer liest mal? Ja? Ha, hu, hi. Genau. Ha, hu, hi. Ha, hu und hi. So, das ist schon mal Schritt Nummer 1. Das ist die Schwierigkeitsstufe Nummer 1. Jetzt kommt Schwierigkeitsstufe Nummer 2. Nee, wegen dem Herr, wie es geschrieben wird. Und zwar ist das Problem oder die Herausforderung, Herr wird am Anfang anders geschrieben als in der Mitte und am Ende auch nochmal anders geschrieben. Also wir haben drei Schreibweisen für Herr. Eine Schreibweise für den Anfang, eine Schreibweise für die Mitte und eine Schreibweise für das Ende. Und das hatten wir ja bis jetzt noch nie in einem Buchstaben. Werden wir auch nie wieder haben. Das ist der einzige Buchstabe, deswegen sagte ich, ist ein bisschen komplex. Aber trotzdem nicht schwierig. Am Anfang haben wir ja das, Alhamdulillah. Okay, das brauchen wir jetzt nicht extra zu besprechen. Also, wir haben Anfang, Mitte und Ende. Da machen wir unser Del mit Looping auf der Linie. Und das ist unser Herr. So. Und genau hier kommt dann der nächste Buchstabe. Also ich verbinde Herr mit dem nächsten Buchstaben. In der Mitte nun
schreibe ich nicht das D, sondern etwas anderes. Also ich komme vom vorherigen Buchstaben und dann gehe ich ein Stück nach oben. Ich mache es mal mit Pfeilen und dann mache ich einen Halbkreis und dann geht es wieder nach oben und links. Also nochmal, ich komme vom vorherigen Buchstaben, gehe nach oben ein bisschen, nicht so viel, mache meinen Halbkreis und gehe wieder auf die Linie. Ja, nochmal, ich gehe vom vorherigen Buchstaben, komme ich kurz nach oben, Halbkreis und auf die Linie. Ja? Mashallah, ein Strich und eine 6. Super Idee. Sehr schön. Ein Strich und dann mache ich eine 6. Gute Idee, Jazakallahu khairan. Hast du es patentiert? So. Also. Ist das klar, wie es funktioniert? Bitte? Der 6 wird jetzt geschrieben. Okay, also du kommst ja vom vorherigen Buchstaben, ja. Gehst hoch, ja. Und jetzt machst du eine 6. Ah, okay. Klar. Okay? Es gibt noch andere Schreibweisen, ja? Es gibt noch andere Schreibweisen. Merkt euch einfach eine. Im Mushaf, also im Koran, findet ihr auch diese hier. Ja, einfach nur so nach unten. Aber das braucht ihr jetzt nicht zu wissen, ja, das sind alles kalligraphische Sachen. Wir belassen es bei dieser Form. Okay? Das ist Ha in der Mitte. Ha am Ende ist einfach, wir kommen vom vorherigen Buchstaben, machen ein umgedrehtes P. Okay? Also, wir kommen vom vorherigen Buchstaben und machen ein umgekehrtes P. Oder ein Wikingerschiff. Könnte man auch sagen. Also, nochmal vom vorherigen Buchstaben und ein umgekehrtes P. Das ist H am Ende. Was ist das Hübschen? Das ist dann ein T. Das werden wir gleich noch besprechen. Also, jetzt machen wir mal, schreiben wir mal das Wort zusammen, ja? H am Anfang, H in der Mitte, H am Ende. Bitte? Genau. Also, H am Anfang, H in der Mitte, H am Ende. Zeigt mal euer, macht mal das, H zusammen in einem Wort. Aber gute Idee mit der 6. Sehr schön, Allahu Iberg. Also, Herr am Anfang, Herr in der Mitte, Herr am Ende. Übt das mal ein bisschen. Ja, es ist nicht so schwierig, aber man muss sich halt mal merken, ja? Wir haben ja auch ein anderes Herr. Also ja. Herr. Meinst du Herr, ja, nicht Herr? Genau. Das hat aber auch so auf Deutsch, sage ich mal, geschrieben. Ja, 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 genau. Also bitte unterscheidet das Herr vom Herr. Das ist ein dunkleres, ja, H. Und das andere ist das ganz normale deutsche H mit Umlaut. H, Hu, Hi, so wie man es im Deutschen, also im Deutschen würde ich ja auch lesen, Hi, gut, Hi, wird, aber das ist ja nicht Deutsch dann, ne? Also Hi, Hu und H, okay? Aber das hier ist das H, ja, da muss man, wie ich sagte, ein bisschen drücken hier. Kehlkopf, was? Ja. Ha. So, jetzt kommen wir zu einigen Übungen. Ich
Ich mache mal hier diese Dinger da weg. Bitte schön. Ja. Nochmal? Harima. Genau. Harima. Harima. Ein wichtiges Wort im Leben. Nochmal? Ich habe das Herr nicht gehört. Nee, was ist das? Ja, also? Das Herr höre ich nicht. Genau. Meh. Nicht so tief. Sag mal Ha. Ha. Herr. Hu. Hi. Genau. Meh. Das ist ein bisschen zu viel. Das neigt zum Ha. Meh. Genau. Meh. Ru. Mehru. Mehru. Brautgabe. Kennt ihr die Brautgabe? Das ist Mehru. Ja? Wer das jetzt gelernt hat, kann heiraten. Mehru. So. Ein Wort mit Herr am Ende. Hat jemand was? Naja, aber das. Nee. So, das kann ja jetzt jeder. Allahu. Wir hatten ja den Verlängerungsbuchstaben Elif haben wir ja gelernt, ja? Wie zum Beispiel bei Babu. Hier, Elif zum Verlängern von Fetha. So, ich sage ja nicht Allahu, sondern Allahu. Wo ist das Elif? Wurde weggelassen. Im Koran findet hier ein kleines Elif. Ja? Ein kleines Elif, das bedeutet, Achtung, dieses Lam musst du verlängern. Okay? Ja? Das sind zwei Lam, oder? Genau. Das hier hatte ich letztens erwähnt, Elif und Lam, das ist der Artikel. Und dann haben wir Lam mit Shadda, doppelt also Lam, plus Ha. Ja? Also, ich sage Allah, hier verlängern, Hu. Darauf kommen wir aber noch, ja? Ich hatte gerade ein Wort. Machen wir das hier. Ja? Genau. Hasiba hu. Gut, nächstes Wort schreibe ich mal hier. Sieht man das? Genau. Kita. Hier wird es verlängert. Kitabu hu. Seht ihr das Herr hier am Ende? Hu. Also, Kitabuhu. Okay?
Also ich sage das schon mal vor, weil wir das noch nicht gelernt haben. Das wird I ausgesprochen. Warum? Das machen wir dann inshallah das nächste Mal, wenn wir anfangen, bi'idhnillah tatsächlich einige Leseregeln zu lernen. Ja? Aber ich gebe es euch schon mal vor, das Ding hier wird I ausgesprochen. Den Rest müsst ihr können. Bitte schön. Also? Punkt ist oben. Also nochmal. Genau, das ist Ihdina. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ihdina. Ja? Haben wir nicht. Gut, da wollte ich schon. Okay, also das ist Herr. Ist das klar? Herr am Anfang, Herr in der Mitte, Herr am Ende. Gut, dann kommen wir zum nächsten Buchstaben. Der ist sehr einfach und das ist? Wow. Das geht ruckzuck. Kann ich, oder müsst ihr noch abschreiben? Okay. So. Machen wir es mal hier. Wow, wie wird das geschrieben? Das ist ganz einfach. Auf der Linie. Wir fangen auf der Linie an, machen einen Kreis. Also auf der Linie machen wir einen Kreis. Und dann geht es runter wie beim Ra. Okay. So wie also eine schiefe, schräge 9, einigermaßen, ja? Also, Kreis auf der Linie, weitermachen wie ein Ra. Kreis auf der Linie, weitermachen wie ein Ra. Nochmal, Kreis auf der Linie, weitermachen wie ein Ra. Ihr seht, es ist nicht ganz rund, ja? Es ist so wie der, ja? So, ne? Also, aber wie gesagt, ihr könnt ruhig einen Kreis, das andere, dieses Details, das lernt man dann mit der Zeit. So, das ist wow, wird manchmal so auf Deutsch geschrieben, ja, das ist kein Wav, ja, sondern wow soll das ausgesprochen werden. Und es ist auch kein W, es ist kein W, manche lernen das als W. Ja, sondern wow, wow, ja, also jeder kennt das wow, nur ein bisschen sanfter, wow, ja, nicht wow, sondern wow, ja, und dann dieser erste Ton, wow, dieser erste Ton, einmal mit Fetha, wa, einmal mit Dhamma, wu, einmal mit Kasra, wi. Genau, das ist hier dieses Wi. Wu, weiß ich auch nicht, wie man das schreibt. Wa. Oder, bitte? W-O-U. Ach so, W-U meinst du? Ich dachte, du meinst das hier. Wu, ja, nicht Wu. Ja, also Wa, Wu, Wi. Okay? Ja. Wow ist so ein Kandidat wie die Buchstaben Alif, Dal, Dal, Ra, Zai. Was war da besonders? Ja? Genau. Das ist der letzte dieser Buchstaben, der diese Regel hat. Nach Wow wird nicht verbunden. Also wie schreibt man das dann am Anfang, in der Mitte und am Ende? Ganz einfach. So wie bei Dal, Dal und Ra und Zai, da haben wir ja gesagt, Anfang. Ja? Genau. Das Einzige ist was? In der Mitte und am Ende, ja? Unten meinst du? Nee, 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 nee. Der bleibt. Weil danach verbindest du ja nicht. Deswegen bleibt er. Sondern die Verbindung vorher, eine Linie schreiben. Also Anfang, Mitte
und Ende. Also am Anfang ist es so wie hier. In der Mitte, ich komme ja vom vorherigen Buchstaben und dann schreibe ich mein Wow. Und am Ende das Gleiche. Ich komme vom vorherigen Buchstaben und dann schreibe ich mein Wow. Ist das klar? Also Mitte, Ende gleich. Genau. Ja? Waraku. Waraku. Warum ist hier frei? Ja? Wegen dem Wau. Warum ist hier frei? Wegen dem Ra. Also immer danach muss ich freilassen. Vorher kann ich verbinden. Danach muss ich freilassen. Okay? Mitte. Ja. Awalu. Mashallah, sehr schön. Jazakallahu khairan. So. Das ist ein Alif. Und das ist ein Wau. Jetzt haben wir aber eine Shadda drauf. Und deswegen heißt es nicht Awa, sondern genau, Awa. Awa. Ja? Awa Lu. Awa Lu. Sehr schön. Am Ende? Okay. Ja? Okay, bitte schön. Am Ende. Wie heißt das? Au. Genau. Au. Bedeutet auf Arabisch oder. Au. So, jetzt machen wir mal mit Shadda und mit Sukun. Das hatten wir ja. So, bitteschön. Genau. Awa, awi, awu. Und mit Sukun, au. Ist das klar? Ja? Das ist am Ende. Danach kommt sowieso nichts mehr. Herr mit zwei Punkten, also dieses Ter ist immer am Ende, ist der letzte Buchstabe dann. Danach kommt nichts mehr. So, aber es wird benutzt nach solchen Buchstaben, das werden wir noch sehen. Okay. Das ist der Buchstabe Wow, relativ einfach, ja, bitte? Au? Einfach nur Au. Au, das war's. Ja? Also, au, wa, au, wi, au, wu, au. Ja? So, der letzte Buchstabe. Ja. Ja ist auch sehr einfach. Ja wird geschrieben wie b, t, th und nun. Also am Anfang in der Mitte. Nur am Ende ist es etwas anders. Okay? Kann ich weitermachen? Also der Buchstabe hier, wie wird der geschrieben? Auch ganz einfach. Alhamdulillah. Ja, das sind zwei Halbkreise, einen kleinen und einen großen. Aber die sind verkehrt rum. Ja, habt ihr es verstanden? Ja. Genau. Also einen Halbkreis hier und einen Halbkreis so. Kleiner Halbkreis, großer Halbkreis.
zwei Punkte. Ja? Nochmal. Kleiner Halbkreis, großer Halbkreis. Zwei Punkte. Kriegt er nicht noch so ein noch ein bisschen hoch, oder was? Ich meine, hinten so ein. In diese Richtung? Nein, die andere. So? Ja. Vielleicht beim Kalligrafieren dann. Ja? Also nochmal. Kleiner Halbkreis, großer Halbkreis, zwei Punkte. Also, wenn man dann ein bisschen schneller schreibt, dann sieht es so aus. Okay? Na, das ist aber unter der Linie. Ja? Das ist unter der Linie, nicht ober der Linie. Hier ist die Linie. Am Anfang könnt ihr ruhig einen Halbkreis machen, ja? Damit das nicht falsch ist. Also, das sieht ja sowieso aus wie ein Jahr, ja? Aber wie gesagt, danach kann man es ein bisschen noch formen. Ja? Bitte? Bisschen genau, ja, du kannst ja drüber geht, ja, du kannst auch ein bisschen drüber gehen, ja. Aber wie gesagt, damit ihr diese Grundschreibweise wisst und euch merken könnt, ja, oben Halbkreis, unten Halbkreis. Aber nicht, dass ihr hier oben den großen Halbkreis und unten, ja, also oben ist klein, unten ist groß. Ja? Arabisch? Was heißt das? Das ist Druckschrift. Ah, Druckschrift ist das? Ah, okay. So sagt Lachaira. Gut. Wie Anfang, Mitte, Ende ist jetzt klar, oder? Wir haben gesagt, Bä, Tä, Fä und Nun. Genau so. Nur, dass es zwei Punkte hat. Und am Ende kommt dieser Halbkreis wieder zurück. Also das ganze Ding zurück. Also am Anfang, Mitte, und Ende. Am Anfang wie Bä, Tä, Fä und Nun, nur dass es zwei Punkte hat. In der Mitte das Gleiche. Ich komme vom vorherigen Buchstaben und schreibe das Ding hier nochmal. Und am Ende komme ich vom vorherigen Buchstaben und mache dieses Ding hier. Okay? Ja? Das hier ist über der Linie, genau. Und das bleibt auf der Linie. Das ist hier die Linie. Das ist die Linie. Okay? Also, ich komme vom vorherigen Buchstaben. Ja, kleiner Kreis und dann unten. Aber bitte nicht das hier. Ja, also nicht nur ein halber Kreis unten, ja, sondern da muss es schon ein bisschen hoch gehen, ja. Es gibt noch andere kalligraphische Versionen, ja, aber das brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht zu machen. Aber im Koran findet man zum Beispiel so, ja, das ist ein Lam und das soll Nier sein, ja. Diese Sachen, die lernt man, wenn man anfängt dann tatsächlich am Koran zu arbeiten, ja. Die muss man sich jetzt nicht alle auswendig merken, sondern mit dem Lehrer dann am besten natürlich, oder wenn ich keinen Lehrer habe, dann zuhören, den Koran aufschlagen und dann einen langsamen Rezitator aussuchen oder ja, am besten langsamen Rezitator aussuchen und dann mitlesen. Und dann kommt das sehr schnell, inshallah, dass das klar wird. Aha, das ist eine andere Schreibweise von zum Beispiel Kaf, haben wir gesagt, gibt es unterschiedliche. Ja, bitte? Ja, gibt es auch im Mushaf. Das hier ohne Punkte, aber darüber reden wir jetzt noch nicht, inshallah. Ja? Erstmal nur diese Grundgerüste, Druckschrift erstmal kennen. Ja, jetzt mit Vokalisation. Ja, genau. Ja, Ju, Yi.
Und dann mit Shadda. Ja? Genau. Warum ist hier frei? Nach Elif muss freigelassen werden. Sehr schön. So, und dann mit Sukun. Ey. Sehr schön. Dann lesen wir mal. Also die Punkte sollten eigentlich nebeneinander sein. Bitte schön. Nochmal? Ein bisschen stärker das Qaf. Qu. Nochmal? Qu Reish. Li'ilafi Quraish. Ja, Rai. So wie Ei, Rai. Okay? Genau, das ist ein Ja hier. Also ich mache mal das lieber so, damit man das sieht. Genau. Quraish. Okay? Quraish. Ja, müssen wir noch wegen der Verlängerung üben. Ich gucke mein Fatiha. Das sind alles mit Verlängerungsbuchstaben. Zwei Wörter. Das ist ein Wort und das ist ein Wort. Zakaria. Ein Wort und das ist ein Wort. Nee, was ist das für ein Buchstabe? Was ist das? Lam yalid. Also? Walam yulad. Sehr schön. Lam yalid. So, dieses Wort? Was ist das? Ja? Sehr schön. Ich mache mal eine Dhamma draus. Ups, das gibt es natürlich nicht. Was ist das? Lies mal. Nee, was ist das? Nee, das ist ein mit Punkt unten. Nein, Punkt oben ist nun. Punkt unten ist. Sag mal das Alphabet auf. Also, da, genau. Du hast doch La, ich habe La verstanden. Ich habe La verstanden. Ach so, ich habe La verstanden, entschuldige. Also, okay? Nee. Ja, ja, ist das. Genau, nochmal. Beitu. Genau. Beitu. Beitu heißt aber Zimmer. Ja, also je nachdem. Beit. Je nach Kontext. Kann es Haus sein, ein Zimmer sein, je nachdem. So.
Ja. Sehr schön. Yarzuqu. Yarzuqu. Ja, am Ende. Jetzt bitte nicht wieder Ei. Ja? Meint mit rein. Das haben wir noch nicht. Das Ende haben wir da noch nicht. Mit ja am Ende. Irgendwas mit ja, Juji. Ja, Juji, ja, Juji. Naja. Gut, bis ihr mal ein Wort gefunden habt. Also, damit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shay'un meinst du? Das ist ja dann nicht in der Shay'un, das heißt die Hamza. Das werden wir noch sehen, inshallah. Also, erstmal danken wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns erlaubt hat, alle Buchstaben zu lernen. Alhamdulillah, damit könnt ihr Wörter lesen. Natürlich gibt es noch ein paar Regeln, wie wir auch gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Aber das Grundgerüst habt ihr. Jetzt heißt es, üben, üben, üben und nochmal üben. Besonders jetzt habt ihr noch eine Woche Zeit bis zum Ramadan. Übt das sehr gut, damit wir inshallah dann nächste Woche tatsächlich den Koran aufmachen und ablesen. Ja, das heißt, jetzt, alhamdulillah, können wir uns tatsächlich an den Koran machen und wir werden lesen. Und das ist die einzige Möglichkeit, also die beste Möglichkeit, um lesen zu lernen. Koran lesen, so oft ihr könnt. Wer keinen Lehrer hat nochmal oder wenn ihr daheim seid, einfach zuhören und ablesen, mitlesen. Ja, bitteschön. Sehr schön. Al-Rani. Noch ein Wort. So. Ja. Genau, das ist wieder unser Artikel. L und das ist Raniyu. El-Raniyu, ein Name Allahs, also der Reiche bzw. Unabhängige. Ja. Ja, im Ramadan erst recht lesen, oder? Das heißt, vor Asr, inshallah, vor Asr machen wir Koran lesen, inshallah, für Anfänger also. Und nach Asr ist dann Vortrag, inshallah. Bi'idhnillah. Ja? Ja, ja, machen wir auch Livestream, inshallah. Das heißt, ich schreibe dann ein paar Ayat und dann üben wir es zu lesen und dann geht es darum, einige Aspekte zu beachten. Bevor wir aber zum Schluss kommen, noch eine Sache in der Vokalisation, was wir jetzt zusätzlich lernen, und zwar die doppelte Vokalisation, ja, nennt man auch Nunation, und das ist eine sehr einfache Sache. Ja. Wir haben ja die drei Vokalisationen gelernt, das war Fatha, ja, ich mache lieber eine neue Seite. Also, wir haben ja unsere Fatha. Ich mache irgendeinen Buchstabe, zum Beispiel B. Ja? Oder bleiben wir bei, ja, bleiben wir bei B. So, da haben wir ja B mit Fatha, mit dem Strich oben. Das war was? B. Und dann mit der Dhamma, das ist dieser Kringel hier. Das war? Ja? Bu. Und mit Strich unten, das war? Bi. Sehr schön. Also B, Bu, Bi. Doppelte Vokalisation heißt jetzt was? Ja? Genau. Es ist nicht nur eine Fetha da, sondern zwei. Ich bleib mal bei Blau, ja? Also nicht nur eine, sondern zwei. Nicht nur eine Bamme, sondern zwei. Nicht nur eine Kasra, sondern zwei. Was ändert sich jetzt? Jetzt wird nicht langgezogen, sondern
Was meinst du mit doppelt? Sag mal. Ba'a, nein. Genau, einfach ein N hinzufügen. Ben, bun, bin. Punkt, das war's. Diese doppelten Vokalisationen kommen nur am Ende vor. Ein Wort fängt nicht mit doppelter Vokalisation an. Und diese doppelten Vokalisationen gibt es auch nicht mitten in einem Wort, sondern immer nur am Ende. Wichtig, bei Fatha und nur bei Fatha müssen wir zusätzlich ein Elif schreiben. Das gilt aber nur für Fatha. Das heißt, das Ding hier sieht dann so aus. Ben. Okay? Oder eben diese zwei Vokalisationen kann man auch hier machen. Ist das klar? Also, zwei Fatha, da schreibt man noch Elif. Es gibt Ausnahmen. Das werden wir noch sehen. Aber das ist die Regel. Ja? Bei Dal? Bei Dal? Wenn zwei Fatha sind? Nee, wenn du sagst, wenn, das da? Dann musst du trotzdem ein Elif machen. Aber freilassen. Warum wird hier freigelassen? Wegen Dal. Ja? Oder zum Beispiel Ran. Oder Zen. Oder Wen. Also immer, wenn ihr zwei Fetha habt, bitte Elif schreiben. Aber das heißt nicht, dass das lang gezogen wird. Das ist ja kein Verlängerungsbuchstabe hier. Woher erkenne ich das? Genau, wegen den zwei Vokalisationen. Wenn das nur eine wäre, dann würde das heißen? Nein. Verlängerungsbuchstabe. Ra, lang, ra. Aber durch diese zwei Striche, zwei Vokalisationen, heißt das jetzt wie? Ran. Okay? Nein, nicht ran. Nicht verlängern bitte, ja? Guter Aspekt, ja? Also nicht, dass hier jemand sagt ran oder zen. Das ist kein Verlängerungsbuchstabe. Verlängerungsbuchstabe nur, wenn wir eine Vokalisation haben. Zä. Aber wenn wir doppelt haben, dann heißt das zen. Was ist das? Bitte? Ben. Wir haben doch gesagt, das ist doch kein Verlängerungsbuchstabe. Ja, also? Rabben. Oh, das habe ich gerade eben gesagt. Wenn hier jetzt doppelte Vokalisation ist, dann sage ich Rabben. Okay? Zakaria. Hier, bitteschön. Muha. Genau. Aber ich dachte nur bei dem, wenn ein Strich, oder? Hier, guck mal. Das, das und das. Bei allen kommt ein N. Genau, bei dem nur, dass es mit Elif. Hier kommt kein Elif, hier kommt kein Elif. Ja? Sallallahu alaihi wasallam.
Muhammadun, das ist der Name unseres edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein I. Zwei. Nicht verlängern. Aber so ein kleines Elif dazwischen. Ja, das Lam. Ila. Und dann hier? Zwei. Ila hin. Genau. Ila hin. Also ganz einfach, wie hi, nur ein N dazu, ja? Ila hin. Ila hin. Okay? Ja? Das haben wir noch nicht, diese Hamza. In der Mitte haben wir noch nicht gemacht. Anderes Wort? Egal. Hauptsache Tanwin am Ende. Hauptsache doppelte Vokalisation, ja? Ja, okay. Ich mach's mal so. Was ist das, Zakaria? Zwei Fetha. Nochmal? Bä oder Ben? Was hast du gesagt? Ben. Mit N. Okay, genau. Also, Bä Ben. Was ist der Unterschied zwischen diesem Elif und diesem Elif? Ja? Genau. Das erste ist ein Verlängerungs-Elif. Also, ich soll Bä lang ziehen. Bä. Und das zweite ist nur wegen dieser doppelten Vokalisation. Ben, nicht langziehen, nicht Ben, sondern Ben, also Ben, okay, ja? Das ist jetzt nur wegen dem Ben mit dem Elif, ne? Am Ende der Seite. Das da, genau. Was ist nur wegen dem? Also wegen dem, du hast gesagt, beim Ben ist es im Schluss ein Elif. Ob Ben oder andere Buchstaben, ist egal, was für ein Buchstabe. Wenn du sagst, bitte schön. Was ist das? Nee. Rizqan. Rizqan. Okay. Mit dem Elif, genau. Was ist das hier? Was ist das hier? Das ist ein Bär. Und danach? Das ist ein Bär, aber hier ist noch kein Punkt. Was ist das für ein Ding? Nein. Genau, das ist ein Lam und das ist ein Elif. Haben wir noch nicht gemacht. Keine Angst. Ja? Also wer es noch nicht wusste, nur zur Info. Aber hier haben wir ein Lam mit Elif. Okay? Und so wird das geschrieben am Ende. Muss das nicht dann unter dem? Nein, es wird nicht unten drunter. Es ist nicht. Nicht so, genau, weil das ist, hier verbindest du nichts mehr. Sobald es aber verbunden wird mit einem Buchstaben, dann machst du das weg und es geht weiter so. Und dann machst du ein Elif so. Weil Lam Elif ist auch ein Buchstaben. Aber wie gesagt, das werden wir noch alles sehen. Nur damit, warum habe ich das genommen? Damit ihr seht, also Len hier mit Elif,
Diese Regel, zwei Fetha plus Elif, gilt egal bei welchem Buchstaben. Nicht nur bei Ba. Ja, nee, nee. Bei egal welchem Buchstaben, immer wenn doppelt vokalisiert wird mit Fetha, das gilt nur bei zwei Fetha. Bei zwei Dhamma machst du kein Elif, bei zwei Kasra machst du kein Elif. Hier, genau, nur bei zwei Fetha oben die Strich. Okay? Und die Aussprache eben ganz einfach. R plus Nun, U plus Nun, I plus Nun, also N, Un, In. Ben, Bun, Bin, Ten, Tun, Tin, Then, Thun, Thin, Jen, Jun, Jin, An, Un, In, wie ihr wollt. Fen, Fun, Fin, Kan, Kun, Kin. Und das, wie gesagt, ist immer nur am Ende eines Wortes. Nur am Ende. Ein Wort fängt nie mit doppelter Vokalisation an. Sehr schön. Ja, dann Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sind wir am Ende. 10 Vorträge waren das. Ja, das heißt, Alhamdulillah, überschaubar, in denen man jetzt Alhamdulillah die Buchstaben kann. Du konntest vorher nicht lesen, oder? Okay, du? Ich? Ja. Nee, Alhamdulillah, jetzt, Allahumma barik, kann man euch die komplexesten Wörter geben. Aber natürlich gibt es noch ein paar Details. Aber das bedeutet, wir kommen jetzt in Phase 2. Allahumma lak alhamd. Ihr könnt auch 2 Raka'a beten als Dank für Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah azza wa jalla euch diese Gabe gegeben hat, den Koran lesen zu können. Und ab nächster Woche, inshallah ta'ala, beginnen wir Koran lesen. Ja, aber natürlich ganz langsam. Die kleinen Suren, dass wir einige Regeln, wir werden jetzt nicht gleich die Rezitationsregeln durchnehmen, nur so zur Info. Es geht jetzt nicht um Idram und Idhar und Iqlab und so. Ja. Das ist Stufe 3. Sondern Stufe 2 ist jetzt, nicht Wörter zu lesen, sondern Wörter zu verbinden. Ja. Wie verbinde ich Wörter zusammen, sodass man die Regeln dazu kennt? Ja? Genau, das kommt auch inshallah. Die Verlängerungsbuchstaben, da fehlen noch 2 Artikel, wie man den ausspricht, Lam, Sonnenbuchstaben, Mondbuchstaben, das kommt alles, ja? Ich würde sagen, also nächste Woche lesen wir, also Freitag, Samstag, immer nach vor Asr. Nein, es ist nur freitags. Nur freitags, so wie jetzt, ja? Immer freitags vor Asr. Das dürfte ja, weil wegen der Zeitumstellung, dürfte die gleiche Zeit sein, oder? Oder um 16 Uhr wird es dann, ne? Ja. Ist Asr. Genau, das heißt eine Stunde vorher, also 16 Uhr. Okay, also Freitag 16 Uhr, inshallah ta'ala. Ab nächsten Freitag gibt es inshallah ta'ala den Vortrag. Inshallah ta'ala, ja. Beziehungsweise erst im Ramadan vor, genau. Nächste Woche, genau, nächste Woche bleibt es 17 Uhr, also nach Asr dann. Aber ab Ramadan, inshallah, wird es vorher sein, ja. Hamza, genau, diese Hamza, wie wir sie schreiben, da gibt es ja verschiedene, das machen wir dann inshallah alles. Ja? Nur, dass wir jetzt, wie gesagt, die Grundbuchstaben kennen, sodass wir anfangen können, mit dem Koran zu arbeiten, also vom Koran abzulesen. Ja? Aber da werden wir natürlich immer wieder einige Regeln dazulernen. Ja? Nicht vergessen zu üben, nur weil ihr jetzt alle Buchstaben kennt, heißt es nicht, dass ihr nicht mehr üben müsst, ganz im Gegenteil. Ja, und barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.